Heute ist mein Gast der verehrte Herr Jaroslav Joschkewitsch. Guten Tag, Jaroslav. Guten Tag. Ich werde selten als respektabel bezeichnet. Ich hoffe, das liegt nicht am Alter. Vielen Dank für die Einladung. Keine Ursache. Ich danke Ihnen dafür, dass die Einladung angenommen wurde. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, vor allem für nicht polnischsprachige Zuschauer, ist Jaroslav Joschkewitsch der Hauptpolnische und Google Maps. Er ist ein Hochschuldozent, Sprecher, Radiojournalist, Besitzer der Marke Sprachtrainer und sehr wichtig, Pressevertreter des Schlesischen Planetariums. Ja, das ist eine Institution, mit der ich seit fast einem Vierteljahrhundert verbunden bin. Und unter anderem deshalb treffen wir uns auch. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Um es ganz klar zu sagen, wir möchten heute über das Universum sprechen. Ganz konkret sagen wir in unserem Projekt, dass die Zukunft jetzt ist. Jaroslav, ich habe kürzlich an mehreren Stellen und nicht nur von einer klugen Person gelesen. Dank Teleskopen, und wir hören wahrscheinlich am häufigsten von zwei, nämlich dem Hubble-Teleskop und dem Webb-Teleskop. Wir schauen ins All, aber wir schauen eigentlich in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ne? Ja, das ist wahr. Ich würde noch ein drittes Teleskop hinzufügen, über das ich sprechen werde, wenn du erlaubst. Das neueste Teleskop Euclid sucht nach dunkler Materie und Energie. Aber tatsächlich führt jedes Weltraumteleskop, das ins All geschickt wird, dazu, dass sie haben bei uns einen Wissensdurchbruch geschaffen, wenn es umgeht. Mit dem Hubble-Teleskop konnten wir tatsächlich zum ersten Mal in das tiefe Universum blicken und Objekte in einer Entfernung von 11 Milliarden Jahren sehen. Es ist toll, also tatsächlich haben wir einen tiefen Einblick in die Geschichte des Universums gewährt. Hier ist eine Frage, die sich oft stellt und die Fantasie anregt. Die Entfernungen im Universum sind so groß, dass das Licht, also elektromagnetische Wellen, denn dazu gehört Licht, sie brauchen sehr viel Zeit, um große Entfernungen zu überwinden. Ich gebe immer so ein einfaches Beispiel. Es gibt die Voyager 1, die verlassen hat. Die Erde hat das Sonnensystem bereits 1977 verlassen und ist 22 Lichtstunden von uns entfernt. So lange dauert es, die Farbe zu durchlaufen. Die elektromagnetische Zeit damals und der nächste Stern sind 4 Lichtjahre entfernt. Und wir sprechen über einen sehr nahen Hinterhof. Also schauen wir wirklich auf Objekte, die vielleicht nicht mehr existieren können. Und ihr Licht erreicht uns immer noch. Nun, vielleicht mache ich ein bisschen Spaß, aber könnte das auch bedeuten, vorausgesetzt es gibt fremde Zivilisationen, dass wir diese Zivilisation, wenn wir auch die mit Sicherheit verbundenen Fragen berücksichtigen, wir könnten es tatsächlich zu spät sehen. Vielleicht waren solche die Ausländer schon bei uns und wir haben es nicht bemerkt und sie sind abgereist. Das ist möglich, denn die Kommunikation zwischen Zivilisationen, die Verwendung von Radiowellen oder anderen elektromagnetischen Wellen ist stark unvollständig. Sagen wir entdecken sogar auf Proxima Centauri, also diese 4 Lichtjahre, von denen ich gesprochen habe, Zivilisation, was dann? Wir senden ihnen ein Signal, wir sagen guten Tag, 4 Jahre. Dieses Signal läuft, sie dekodieren es, sagen wir ein Jahr, und für die nächsten 4 Jahre läuft dieses Signal zu uns. Sie fragen, sie sagen auch guten Tag, 9 Jahre sind vergangen, wenn wir dieses Jahr noch für die Dekodierung von Informationen berücksichtigen. Also ja, es könnte so sein, ich weiß von welcher Vision du sprichst, wenn ein interstellares Kreuzfahrtschiff auftaucht. Na sicher, natürlich, aber ich denke, die Physikgesetze im Universum sind überall gleich. Also Aliens sind auch den Gesetzen der Physik unterworfen, das heißt, dass elektromagnetische Wellen, Magnetfelder verlaufen sehr lange. Das ist so mit zwei Winkeln muss ich dich noch fragen, denn wenn wir in die Vergangenheit schauen, sprechen wir hauptsächlich über Wissenschaftler. Du bist auch, ist doch ein Wissenschaftspopularisator, oder? Wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen wir, was war, wie ermächtigt uns das dazu, Schlussfolgerungen ziehen zu können, was kommen wird. Und hier möchte ich dich eigentlich fragen, glauben Sie selbst an diese fremde Zivilisation, dass Lebensformen im Universum existieren, weil diese Teleskope ja auf schwarze Löcher schauen? Natürlich sind sie etwas andere Formen, dort könnte Leben sein. Es ist schwierig, aber fremde Galaxien, ihre Vielfalt, ihre Vielzahl. Unser Gehirn kann nicht wirklich fassen, wie groß das ist. Deshalb überlassen wir das einer künstlichen Intelligenz, die Form analysieren wird der Grad der Entwicklung verschiedener Galaxien aus Milliarden, die dieses System beobachten und analysieren wird,
Wenn wir auf die verschiedenen Lebensstadien von Sternen, die Entwicklung von Galaxien und ihre verschiedenen Formen schauen, können wir bestimmte Regelmäßigkeiten ableiten. Das hat mit der Zukunftsvision zu tun. Ja, indem wir analysieren, was in der Vergangenheit war, können wir vorhersagen, was in der Zukunft sein wird. In Bezug auf Leben im Universum würde ein Astronom, der vor einem halben Jahrhundert noch gesagt hätte, dass er glaubt, dass es zum Beispiel Planeten außerhalb des Sonnensystems gibt, und Gott bewahre, wenn es irgendwo Leben im Sonnensystem gibt, wäre es lächerlich. In der Zwischenzeit, die letzten 10 Jahre, das haben wir deshalb uns wirklich gezeigt, dass Wasser, das zum Leben notwendig ist, eine der häufigsten chemischen Verbindungen im Sonnensystem ist. Wir finden es fast überall. Wir finden Wassereisvorkommen auf dem Mond. Wir haben diese Information erst letzte Woche gefunden. Es gibt buchstäblich riesige Eisvorkommen am Äquator, unter der Erde auf dem Mars. Und dieses Wasser ist natürlich gefroren. Es würde das Rote Meer füllen. Enceladus, einer der Monde des Saturn. Die größten Geysire im Sonnensystem sind Wasser. Und schließlich Europa. Und der zweite Mond von Jupiter, Callisto, mit einer Kruste, unter der wahrscheinlich Wasser ist, vielleicht warm. Also, was Astronomen einmal gesagt haben, nein, es gibt kein Leben im Sonnensystem, mag vielleicht nicht wahr sein, aber ich werde es sofort sagen. Sagen wir, es geht nicht um Marsmenschen, es geht nicht um technologisch fortgeschrittene Zivilisationen, denn wir wissen sicher, dass es keine im Sonnensystem gibt, aber ich bin überzeugt, dass es einfache, wir finden eine andere Form des Lebens als auf der Erde. Genau, denn du sprichst von Wärme, du sprichst von Wasser, du prognostizierst irgendwo, du gehst tatsächlich in Richtung unserer irdischen Atmosphäre, also Luft. Aber vielleicht brauchen diese Zivilisationen das alles gar nicht. Vielleicht ist es nicht notwendig. Das heißt, wir wissen sicher, dass Sauerstoff nicht absolut notwendig für das Leben ist, weil es auf der Erde anaerobe Bakterien gibt. Und das wissen Sie aus Ihrem Fachgebiet sehr gut. Anaerobe sind im Unfall sehr gefährlich. Infektionen, aber naja, ich glaube daran, dass es Leben in völlig anderer Form geben könnte, nicht unbedingt proteinbasierend. Muss Protein der einzige DNA-Träger in unserem Seinsverstehen des Lebens nicht unbedingt. Wir können uns andere Lebensformen vorstellen, aber wie ich schon sagte, können Sie uns vorstellen, wenn wir keine effektive Kommunikationsform finden, haben Sie von schwarzen Löchern gesprochen, vielleicht gibt es hier Hoffnung auf eine Reise. Das ist schon Interstellar. Strecken überwinden, der Film Interstellar stellt es ziemlich vernünftig dar. Obwohl wir immer noch von theoretischer Physik sprechen, könnte solch ein Kontakt stattfinden, aber nicht so bald. Ich denke, es ist manchmal gut, sich von all dem zu trennen, was heute eine Bedrohung in unserem Leben ist, und darauf zu schauen. Wir sollten etwas lockern, was in unseren Köpfen vor sich geht. Ja, Sie haben über Teleskope gesprochen. Sie haben unser Gespräch mit Weltraumteleskopen begonnen und vielleicht enden wir damit. Es gibt ein Teleskop, oder es gab ein Teleskop Kepler, das einen sehr kleinen Teil des Himmels beobachtete. Es war wie ein Schlüsselloch und es suchte nach Sternenfinsternissen. Es bedeutet Orte, an denen Planeten sein könnten, die diese Sterne umkreisen. Tausende von ihnen gefunden. Tausende. In unserer Galaxie gibt es mehr Planeten als Sterne. Im Durchschnitt 2,5 Planeten pro Stern. Die Fahrt, also das, was Astronomen vor einem halben Jahrhundert gesagt haben. Es hat sich nicht bewahrheitet. Planeten sind etwas völlig Normales und Sterne ohne Planeten sind abnormal. Aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt sich also, dass wir wahrscheinlich nicht alleine sind. Ist die Zukunft jetzt? Ja, absolut. Jarek, danke, dass du unser Gast warst. Vor Ihnen trat Jaroslav Juschkiewicz auf, Sprachtrainer, Pressesprecher des Planetarium Schlonskische. Ich verneige mich tief. Ich danke dir sehr. Danke.